Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Beziehungsweise, was heißt zurück? Ein neuer Tag, eine neue Aktion. Und zwar LKW auf Stauende. So, mal schauen nochmal. Zack, 16 mal langsamer. Und wieder Echtzeit. Sehr gut. Also, ich könnte theoretisch... Moment mal. Komme ich nicht hier? Moment, ich versuche mal was. Ja, ich komme hier durch. Und dann versuche ich mal auf die andere Spur rüber zu kommen. Okay, so zu fahren ist schwierig. Vor allem, wenn ich den LKW gar nicht mehr sehe. Aha, hier geht's also auch kräftig den Berg hoch. Ja, Junge, da musst du zurückschalten, wo? Oh, wäre das nervig. Wenn da einer mit 30 rumzuckelt. Hä, wie lang ist der Tunnel? Ich komme da doch schon zurück auf die andere Spur noch, oder? Ach, ich fahre einfach so. Okay, das ist ganz schön laut. Und das sieht ziemlich cool aus. Wow, ist aber sehr schwierig zu steuern. Gibt's da nicht innen? Ach doch, hier, Driver. Ja, nehme ich lieber die Haube. Ganz schön laut hier im Tunnel. Das ist nicht N, ne? So. Machen wir mal das normale Licht an. Nee. Ach, man sieht hier unten auch, ob normales Licht oder Fernlicht an ist. Sehr gut. Mann, wie lang ist denn der Tunnel? Ist ja heftig. Oha. Bin zu schnell. Was ist das für ein Tunnel, verdammt? Geht der einmal um die komplette Map rum oder was? Ich will doch nur rüber auf die andere Seite. Ah, endlich. Ach, ich glaube. Was? Wie konnte das denn jetzt passieren? Ups. Okay. Na ja, dann. Oh. Tank weggerissen. Komm schon. Oha. Ich glaube, da muss ich hier an dem... Na, was ist das denn? Wie schwer ist der denn? Sag mal. Nein! Was zur...
bleib doch mal stehen. Junge. Junge, Hänger. So. Einmal S, G und R. Naja, Mithänger eigentlich. Der war doch eigentlich noch attached, oder nicht? Gut, dann gehen wir halt auf den Hänger. Das ist der GR. Was? Warum? So, Trailer Legs drin. Trailer Legs draußen. Eieiei. Derew. So, da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer ran. So, mal schauen, ob das schon reicht. Wahrscheinlich nicht. Na? Nein. Bums. Okay, jetzt hat er ihn. So, jetzt muss ich den ganzen Spaß hier speichern. Mit Hänger. So, S, G und R. So, sind wir mit Hänger? Nein. Hä, wieso sind wir jetzt nicht als Verbindung gespeichert? Naja, egal, drauf hängt er. So, dann nochmal testen. 16-fach langsamer, okay. So, dann mal Vollgas. So, weil bei 16-fach langsamer habe ich dann genug Zeit, die Kamera zu positionieren. Man muss dann natürlich hoffen, dass er auch richtig trifft. Jetzt muss ich versuchen, nicht umzukippen. Weil ja die Kurven doch etwas heftiger sind hier. Ah, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Wo standen die jetzt? Auf der Mittellinie, glaube ich, ne? Mann, ist das laut hier! Aber der Sound ist schon geil. Geht schon echt gut ab. Mal kurz testen. Ja gut, da habe ich dann mache ich hier mal noch ein bisschen schneller Kamera Speed. Da habe ich dann genug Zeit. Ja. So. Gummi. So, Licht mache ich dann aus. Oh, ich glaube, da kommt noch mal eine Kurve, oder?
da noch mal eine Kurve. Ich hoffe, die ist nicht zu eng. Mal ein bisschen runterbremsen. Oh, die ist schon sehr eng. Ja, toll. Hätte ich mir voll sparen können. Naja gut, so haben wir wenigstens 60 drauf. Das ist schon mal mehr als davor. Vielleicht kommen wir noch auf 90. Zumindest auf 80 kommen wir. So, schön auf der Linie bleiben. Und jetzt muss ich mir das Ganze von hier anschauen. So. LKW gibt weiterhin Gas. Da kommt er. Mal leicht rüberlenken. Trifft er? Ja. Bisschen mehr lenken. So, Aufprall mit 83 km/h. Oh ja, der kommt gut. So. Schiebt er die Dinger zusammen. Hat immer noch 70 drauf. Ja, der hintere, der ist jetzt ein Kompaktwagen. Definitiv. Kommt der sogar hoch? Hebt der ab? Nö. Sah nur kurz so aus. Geile Kameraperspektive. Aha. Alter, der Auspuff. Oh, hallo. Ein Spiegel. Nein, ein Licht. Ach, hier hinten ist er jetzt auch nochmal gegengeknallt. Schleift das ganze Paket noch ein bisschen mit. Immer noch 62 drauf. Okay, ich mache mal ein bisschen schneller. 100 mal. So, wo steuert der? Der steuert hier auf so einen Felsen zu. Tut denn da so? Irgendwas hört sich da komisch an. So, ich lenke den mal nach links. Oh, sollte reichen. Dann bin ich mal gespannt, was mit dem sonst noch so passiert. Mit 44 km/h immer noch. Dann geht es hier auf den Stein zu. Oh. Oh. Und dann steht er aber. Okay, der Hänger, die 25 Tonnen von dem Hänger haben doch ganz schön Gewalt. Am Motor läuft noch. So, mal alle Gänge durchschalten.
12 Gänge. 163 würde er theoretisch schaffen. Was ist das? Kann ich die Kardanwelle packen? Nochmal. Ist das, weil die im Stein drin hängt? Kann ich hier irgendwas packen? Nee. Ich will mal irgendwas kaputt machen hier. Was ist das? Der Tank? Kann ich hier am Getriebe irgendwas schnappen? Okay, ich muss den LKW noch ein bisschen quälen. Komm, schalt hoch die Dinger. Mal schauen, ob ich da irgendwelche irgendwelche Teile schnappen kann. Hier am Motor kann man leider nichts irgendwie separat abreißen. Muss man doch irgendwas richtig schön kaputt machen können. Okay, dann versuche ich mal. Das hier irgendwie runterzuziehen. So, pass auf. Okay. Irgendwas scheint verreckt zu sein. Dieses Rad dreht sich noch. Ah, okay, jetzt drehen sie wieder alle. Ich glaube, ich muss hier runterziehen. Ah, Moment, ich kann doch hier... Differential sperren. Sonst irgendwas noch? Hier könnte ich noch.
Ja, einen Tank abreißen, dann ist Sprit leer, ne? Hat er noch einen? Oder er hat noch einen? Oh, jetzt ist Schicht im Schacht mit Benzin. Oh, mal einen Auspuff noch weg. Ja. Nicht so funktioniert. Huch! Es brennt! Oh, es brennt hier drunter sogar. Was er jetzt abgerissen? So. Und das war's mit dem Motor. Ui. Gut. Erfolgreich geschrottet. So, ja. Hat er gut aufeinander geschoben. Nicht schlecht. Vor allem, von hier, ne? Puh. Okay, was haben wir denn hier? Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. So, alles wieder beim alten. Ach nö, jetzt fangen wir hier an. Okay, dann brauche ich jetzt ein anderes Fahrzeug. Etwas schnelleres. Da war doch so ein ganz übles Teil, der hier, ne? 811 PS. 807 PS. Electric. Oh. Zeig mal her, das Ding. Okay. Orbit, bitte. So, dann den hier weg. Weg. So, und dann jagen wir doch den mal dahin. So, in die anderen rein. Und dann auch mit. Ah, ne. 16. Ah, machen wir dann mal auf 100. Ja, 100 mal langsamer. So. Aber das, meine Freunde, das machen wir dann erst morgen, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.